Kapow! Okay, alle, die jetzt nicht an einem Herzinfarkt gestorben sind, hallo. willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Rote Edition. Absolut richtig, genau die. Mein Name ist Tadaro und neben mir... Und ich bin The Alexiled. Ja. Und ich hätte vielleicht offscreen kurz meine Pokémon heilen sollen. Das wäre klug gewesen, aber wir müssen in der nächsten Ebene, soweit ich weiß, glaube ich... Item. Sowieso eine Ebene finden. Okay. Und mit KP Plus geben wir direkt wieder Suppe. Müssten wir sowieso so eine Zone finden, bei der wir uns komplett heilen können. Was sehr angenehm ist. Ja, klingt schon mal ganz gut. Heilung ist immer angenehm. Ich gehe jetzt gerade gekonnt um die Trainer außen rum, weil... Joa. Kostet zu viel Zeit und... Ja, zum einen das, zum anderen sind meine Pokémon ein bisschen angeschlagen. Ja, gut. Wenn ich Zeit sparen kann, dann spare ich sie. Ich habe übrigens rausgefunden... Ja, da ist die Zone. In die wollen wir rein. Wundervoll. Wow. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Daraus Pokémon wurden geheilt. Und dann kann ich auch... Ah, gegen dich muss ich nicht kämpfen. Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Fight me, boy. Zombies! Genau das. Also. Genau das. Ja, Svante hat nach ein paar schönen Witzen gesucht. Ja, also ich hab... Leg mal los. Also ich bin hier auf diese... Versuch, dass sie nicht zu schwarz werden. Ich hab einfach schlechte Witze gegoogelt und die erste Seite genommen, die ich gefunden habe. Aber kennst du diese Alle-Kinder-Witze? Ah, ja, ja, ja. Alle Kinder bleiben vor der Brücke stehen, nur nicht Peter, der läuft noch einen Meter. Alle Kinder rennen aus dem brennenden Haus, nur nicht Klaus, der guckt raus. Alle Kinder haben einen schönen Namen, nur nicht Kevin, der heißt Kevin. Auf jeden Fall hier, also es beginnt mit einem Deine-Mutter-Witz. Oh, wie kreativ. Was ist 200 Kilometer schnell und rollt über die Autobahn? Deine Mutter. Deine Mutter mit einem McDonald's-Gutschein. Man sitzt bei Aldi unter der Kasse und piept. Deine Mutter. Oh, die sind so unkreativ, die Witze. Deine Mutter ist so fett, die hat eine eigene Anziehungskraft. Deine Mutter lacht die hässliche Frau im Spiegel aus. Ha. Ha, ha, ha. Deine Mutter ist so fett, ihr Schulfoto aus der ersten Klasse druckt immer noch. Was okay. Ist das Lieblingslied deiner Mutter? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich in fremde Gärten scheiß. Ha, 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 okay. Können wir gescheite Witze oder so? So. Weiß nicht, ich würde ja mit Manta-Fahrer-Witze anfangen. Gibt's heutzutage noch Manta-Fahrer? Ich glaube nicht, nee. Gibt's heutzutage noch Menschen, die Manta-Fahrer-Witze verstehen? Der Manta war so ein Möchtegern-Sportwagen, der in Wirklichkeit kein richtiger Sportwagen ist. Ich glaube, heutzutage sind das Prius-Fahrer. Ja, ungefähr. Ja, das kommt hin. Ja, also ich hab hier einen Chuck Norris-Witz. Wenn Chuck Norris mit nassen Fingern in der Steckdose herumfummelt, kriegt das Kraftwerk einen Schlag. Ach, ne. Und die haben halt immer so die Ellenbogen rausgehalten aus dem Auto, weißt du, so. Ah, die, Junge. Ja, genau. Die. Also, warum haben Manta-Fahrer immer einen roten Streifen am Ellenbogen? Weil sie vergessen, den Arm reinzunehmen, wenn sie in die Garage fahren. Oh Gott, wie heißt ein schwarzer Waldarbeiter? Nein, bitte keine rassistischen Witze. Ich mag okay. Das nicht auf meinem Kanal. Nein, family-friendly Content. Oh, ein Pokémon-Witz. Warum gibt es in Pokémon keine 3 Speicherplätze? Möchtest du mir bestimmt erzählen, oder? Dann hätte ich eins für mein Glumanda, eins für mein Shiggy. Und eins für mein anderes Glumanda, ja, den kenne ich. Und eins für mein zweites Glumanda, sorry, Bisasa. Was macht man, wenn man aufs Klo kacken geht? Ah, nee, das ist schon wieder rassistisch. Ja, nee. Chuck Norris verwählt sich nie. Sollte er dich unerwarteterweise anrufen, bist du am falschen Telefon. Ich kann mit DDR-Witzen anfangen. Die kann ich. Auferstanden aus Ruinen.
kommt ein Mann ins KDW und meint, Mensch, haben Sie hier keine Socken? Meint die Verkäuferin, nee, keine Socken gibt's im ersten Stock. Ah! Ja, ich meine, ähnlich toll war das Kommentar bei dem Känguru-Manifest. Da hat das Känguru einmal gezeigt, dass es eben Deutsch gelernt hat mit dem DDR-Hilfsbuch. Und da war es eben so, dass ein Typ mit zwei Leiharbeitern geredet hat und eben so gefragt hat, ja, was steht hier? Und da wir warten auf den Bus. Was ist mit dem Bus, der eben gekommen ist? Das ist nicht unser Bus, das ist der andere Bus. Wir müssen erst den Bus 10 Minuten später nehmen. Und dann wurde eben weiter gefragt, hat eben der Hauptcharakter Marc-Uwe Kling gefragt, da glaubst du, dass der Typ, der mit den beiden Leiharbeitern redet, zur Stasi gehört? Dann hat das Känguru geantwortet, ich glaube, dass alle von den dreien zur Stasi gehört haben, denn also wenn du mich fragst, ich stand nicht jeden Morgen 20 Minuten früher auf, um den ersten Bus zuzuwinken. Ich muss die Limo einsetzen. Chuck Norris muss ich noch eine kaufen. Chuck Norris beantwortet keine E-Mails. Sie beantworten sich selbst. Ich schreibe keine Witze über Chuck Norris aus Respekt. Chuck Norris geht nicht zum Friseur, die Haare wachsen nicht, aus Respekt. Geht Erich Honecker, steht so morgens auf, geht auf seinen Balkon, meint so, guten Morgen, liebe Sonne. Meint die Sonne, guten Morgen, lieber Erich. Ist der Erich oder Erich? Erich, oder? Ich glaube, es war Erich Honecker. Ist Erich Honecker, ja. Es wird spät. Ja. Guten Morgen, lieber Erich, guten Morgen, liebe Sonne. Geht dann mittags wieder raus. Guten Mittag, liebe Sonne. Guten Mittag, lieber Erich. Geht der Abend wieder raus. Guten Abend, liebe Sonne. Sagt die Sonne. Leck mich am Arsch, ich bin jetzt im Westen. Slogan. Ich wollte einen Schießstand für Übergroße öffnen, aber der Slogan Schießen auf Riesen kam nicht so gut an. Warum macht Discord schon wieder Geräusche, wenn ich Discord eigentlich geschlossen habe? Es ist halt wirklich die Stasi, ich sag's euch. Was machen Ostfriesen in der Nacht? Sie sagen gute Nacht, du Penner. Ich verstehe den Witz irgendwie nicht. Ja, was auf eine andere Witze. Nein, das ist natürlich ein Witz, dass Ostfriesen dumm sind. Und das sind ja die Dummhausener. Und was machen sie dann eben in der Nacht? Ja, sie sagen gute Nacht, du Penner. Ja, aber das Du Penner ist immer noch in Anführungszeichen. Ja, das haben die halt selber verkackt. Das ist genau wie, was ist ein Schwarzer auf dem Mond? Ein Astronaut! Was ist ein Schwarzer im Flugzeug? Ein Pilot, du Rassist. Warum stirbt eine Blondine, wenn sie zum Friseur geht? Der Klassiker. Der Friseur zieht. Toll falsch geschrieben mit Z-H-I-E-T. Zieht ihr die Kopfhörer ab, damit er die Haare abschneiden kann. Doch die Blondine kann nicht ohne ihre Kopfhörer atmen, weil die Kopfhörer ausatmen, einatmen sagen. Ich kenne das mit dem Arzt, aber der Witz geht ein bisschen anders. Keine Ahnung. Warum sitzt sie nicht so lustig? Warum sitzt die Blondine hinter dem Fernseher? Damit sie Kabel 1 angucken kann. Wow. Was sagt ein Manta-Fahrer, wenn er aus dem Fenster fällt? Boah, au, ey. Oder, oh, der ist super, den mochte ich als Kind total. Den Witz, und dann fährt ein Manta-Fahrer rückwärts den Berg hoch. Fragte der Polizist so, ja, warum fahren Sie rückwärts den Berg hoch, meinte der Manta-Fahrer. Ja, ey, da oben wohnt meine Perle, ne? Die hat mir gesagt, da oben kann man nicht wenden. Und dann sagt der Polizist, okay, dann fahren Sie rückwärts den Berg hoch. 4 Stunden später, Wanderfahrer fährt rückwärts den Berg runter. Meint der Polizist, warum fahren Sie jetzt rückwärts den Berg runter? Und der Wanderfahrer so, ja ey, meine Perle hat mich verarscht. Da kommt mal doch wenden. Ah.
Wie heißt die Kacke vom Pfarrer? Heilige Scheiße. Alter. Kann ich nicht doch gehen? Möchtest du den Kanal weitermachen? Du kannst den Geist sprechen. Verschwindet, Eindringlinge. La-di-da-di-da. It's a ghost. Look, it's spooky ghost from the creepypastas. Geist taucht auf. Das Sipscope hat den Geist identifiziert. Und wenn wir das jetzt nicht geholt hätten, dann, Hättest du einfach einen Geist battlen müssen. Nee, ich kann den nicht kämpfen, weil meine Pokémon sich nicht trauen würden, den anzugreifen. Und dann wäre ich hier halt nicht weitergekommen, hätte ich jetzt wieder raus müssen und erst das Sipscope holen. Oh no. Wow, das Klogger hat nicht lange durchgehalten. Das lebt noch. Also es ist tot, weil es ein Geist ist, aber, es hat doch KP. Jetzt hat es keine KP mehr. Auf jeden Fall hier, Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Warte, stimmt. Sie ist jenseits eingekehrt. Stimmt. Das Tragosso da hat doch eben keine Schädelmaske getragen, oder? Welches Tragosso? Der Geist. Das war ein Knogger. Ups. Aber es wurde doch gesagt, das war der Geist eines Tragosso. Das war die Mutter eines Tragosso. Ja. Was ist ein weiterentwickeltes Tragosso? Ein Knogger. Richtig. Lol. Aber das Knogger da hat doch eben keinen Schädel getragen, oder? Doch. Doch. Und das ist der ganz normale Knogger-Sprite. Okay. Ich pack mal... Wen packe ich an erster Stelle? Sushi. Ja. Weil es gelevelt werden muss. Ah, die haben keine Geister-Pokémon, logischerweise. Willst du auf eine andere Seite gehen? Welche Jacke trägt ein Terrorist? Hm. Eine Bomberjacke. Nee, geh jetzt bitte wirklich auf eine andere Seite. Ich möchte das nicht, Zwante. Kriegen sich zwei Glatzen in die Haare. Ah, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja. Oh Gott, jetzt sind wir soeben auf Aberwitzig angekommen. Okay. Top 100 kurze Witze. Oh, die Top 100 kurzen Witze. Leute, seid ihr hyped? Wenn ihr hyped seid, schreibt es in die Kommentare. Was sagt der Hai, nachdem er einen Surfer gefressen hat? Nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen. Alter, der Witz, der ist ja so 2002, meine Güte. Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot. Darauf der Bäcker, Sachen gibt's. Kommt eine dicke Frau zum Bäcker, sagt, ich will rumkugeln, sagt der Bäcker. Gerne, aber nicht in meinem Geschäft. Johanna zum Papa, ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten. Papa, geht in Ordnung. Johanna, wirklich, ich liebe dich über alles. Papa, an Heiligabend. So, Johanna, dein Friseurtermin steht. Nee, weißt du, mach den Scheiß hier alleine. Das ist... Es kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit sowas ausgesetzt werde. Du hast gesagt, ich soll das mit dir machen. Das ist nicht nur eine Zumutung für meine Zuschauer, sondern auch für mich. Du hast gesagt, ich soll das mit dir machen. Ja, ich dachte, du suchst gute Witze raus. Entschuldigung. Sohn zum Vater. Papa, du sagtest mir, ich soll eine Kartoffel in die Badehose stecken. Es würde den Mädchen im Schwimmbad imponieren, sagtest du. Vater, ja, das stimmt. Sohn, du hast leider vergessen zu erwähnen, dass ich sie hätte vorne in die Badehose stecken sollen. Nicht so laut, what the fuck. Das war Absicht. Ja, aber du übersteuerst alles. Das war Absicht. Stell dir vor, da will gerade jemand einschlafen. Das war Absicht. Was ist grau und kann nicht fliegen? Ein Parkplatz. Ach, der ist alt. Ja. Genauso Tönen, was ist grün und tut weh, wenn es auf einen drauf fällt. Ah. Ein Billardtisch. Ja. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. Geht eine dicke... Was ist weiß und stört beim Schlafen? Ah, hey, der... Weiß ich gar nicht. Eine Lawine. Ich wollte gerade Kokain sagen, und das wäre ähnlich effektiv gewesen. Speed. Lol. Mein Name ist Dr. Roxy, der Rock'n'Roll Clown, und ich liebe Kokain. Warte auf mich, Schatz. Ich mach nur noch schnell mein Make-up. Du brauchst doch kein Make-up. Oh, das ist aber lieb von dir. Ich mag, wenn du mir schmeichelst. Du brauchst plastische Chirurgie. Du brauchst doch kein Make-up, Schatz. Ich habe hier die Tüte für dich.
Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen im Restaurant. Plötzlich bekleckert sich die Frau und sagt, jetzt sehe ich ja aus wie ein Schwein. Darauf der Mann, und bekleckert bist du auch noch. Der ist gut. Doch, den mochte ich. Herr Doktor, ich komme mir so unglaublich überflüssig vor. Doktor, der Nächste bitte. Ah, da gibt's auch so einen Mensch beim Psychologen. Ich habe immer das Gefühl, dass alle so aggressiv mir gegenüber sind. Psychologe, fick dich! Herr Psychologe, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ja, ja, der Nächste. Herr Doktor, es tut immer weh, wenn ich meinen Arm bewege, sagt der Doktor. Dann bewegen Sie Ihren Arm nicht. Oder, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Und wenn ich hier drücke, tut's auch weh. Ja, Sie haben sich den Zeigefinger gebrochen. Ohohoho. Herr Doktor, jedes Mal, wenn ich meinen... Endlich schön ist ja dann, kommt eine Frau mit einem gebrochenen Zeigefinger zum Arzt und sagt... Herr Doktor, jeden Morgen, wenn ich meinen Kaffee trinke, tut mir das rechte Auge weh. Ja, wie wär's, wenn Sie den Löffel aus der Tasse nehmen? Hans kommt spät abends betrunken nach Hause. Er weckt seine schlafende Frau. Gertrude, weißt du, was mir gerade passiert ist? Als ich die Klotür aufmachte, ging das Licht automatisch an und aus. Und als ich sie zumachte, ging das Licht wieder aus. Ich glaube, ich bekomme Superkräfte. Sagt die Frau, nein, Hans, du Ferkel hast schon wieder in den Kühlschrank gepinkelt. Das hat mein Vater tatsächlich mal, also nicht, nein, aber mein Vater kam auch, deswegen Kinder, Alkohol ist nicht gut, trink keinen Alkohol. Mein Vater kam auch, er hatte vielleicht das ein oder andere Bier getrunken und kam nach Hause und wir hatten so einen langen Flur damals und rechts war das Badezimmer und links war der begehbare Kleiderschrank. Ja, er hat sich halt ins falsche Zimmer übergeben. Meine Mutter hatte etwas zu waschen. Wie bringt man ein Walross dazu, Selbstmord zu begehen? Man zeigt auf seine Brust und sagt, schau mal, was du da hast. Harakiri. Freude, dass das erste gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr davon sehen sollt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr für andere Let's Plays sehen wollt. Und schreibt euren Lieblingswitz in die Kommentare. Das interessiert mich. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.